Bibi Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir gekriegt 11 Updates, 29 neue Mods und eine neue Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Don Strangulator für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Xensur Robert. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofboss bist. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für das Precision Farming DLC von Giants Software. Downloadgröße 73,67 MB, jetzt in der Version von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Probleme mit visuellen Effekten bei Spritzen ohne Spot-Spraying behoben. Pflanzensensor, Tageslichtwarnung kommt nun nicht mehr im Helferbetrieb. Probleme mit Stickstoffkarte nach dem Verkauf von Feldern behoben, Saatgutverbrauch und Flüssigdüngerpreis in der Analyse behoben, Blinker am Kotte PTR behoben, 24 Meter Gestängekonfiguration für die John Deere R732i hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Kubota Gerätepack von Iconic. Downloadgröße 190,13 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: DMC7332T Leistungsanpassung, DMC6100T Leistungsanpassung und geringfügige Gewichtsreduzierung, Fast Bale Geschwindigkeitsanpassung. Das nächste Update kommt für den New Holland T7 Series von Blauea. Downloadgröße 20,73 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Mod vorbereitet für Precision Farming DLC. Die Sitzfarbe ändert sich jetzt mit dem Fiat Agri Option. Schwarze Option hinzugefügt, Radoptionen überarbeitet, kleinere Fehler behoben. Die Massey Ferguson 5400er Serie kriegt das nächste Update, kommt von AMG Gaming Bullet Bill. Downloadgröße 45,05 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Gefixt, Kameraschatten innen, Nokian Reifenfehler, Desk-Version erhöht, hinzugefügt, Wischergeräusche, Passagierunterstützung, Kubota DLC erforderlich. Das nächste Update kommt für die Duport PTW 12500 von Dutch Modding Incorporation. Downloadgröße 11,75 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Moddesk-Version aktualisiert, NIR-Sensor hinzugefügt, Precision Farming wird benötigt, Trigger-Position gefixt. Die Low-Cost-Silos von Erschaba vom VSR Modding Sur Team kriegt das nächste Update. Downloadgröße 3,5 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Moddesk-Version aktualisiert, Lagerradius wurde reduziert. Die manuelle Betankung kriegt das nächste Update, kommt von Vertex Float, Downloadgröße 11 KB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Verbesserter und übersichtlicherer Code, Desk-Version aktualisiert, Nachfüllen von einigen Placeables behoben. Und damit kommen wir zum nächsten Update, welches für das Vorgewendemanagement ist, und zwar von Jason06 und Glovins Modschmiede. Downloadgröße 0,13 MB in der Version jetzt von 2.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Unterstützung für Enhanced Vehicle Mod hinzugefügt, Unterstützung für Speed Control Mod hinzugefügt, Konfiguration für Güllefässer ergänzt, Option ergänzt, um die Tastenbelegung im F1-Menü auszublenden. Dann haben wir drei Karten, welche ein Update bekommen haben, und zwar die Pinienlauf zum ersten von Poorboy, Downloadgröße 57,29 MB in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Startausrüstung im neuer Farmer-Modus korrigiert, neuer Wasserauslöser am oberen Teich hinzugefügt, einige Bäume, von denen bekannt ist, dass sie Probleme haben, wurden ersetzt. Die nächste Karte, welche ein Update bekommen hat, ist das Kettensägental von FSG Modding und FSG Davar. Downloadgröße 70,73 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Die Objektmaske von Felsen auf dem Wasser wurde aktualisiert, um zu reflektieren. Das Kettensägen-Sammelobjekt auf dem Farmers Markt wurde verschoben, um es sichtbar zu machen. Sprachen für benutzerdefinierte Sammlerstücke aktualisiert.
Und das letzte Update für heute ist auch für die letzte Karte für das Update, und zwar die Waldstätten von NRX Eki, Downloadgröße 723,56 MB in der Version Jetzt 2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Steine liegen nun auf den Feldern, schwebende Kollision in einer Halle entfernt, Hof 1, Komposter, Ballenträger angepasst, Kalkproduktion Trigger überarbeitet, BGA-Ballenannahme gefixt, neue Grastextur, Dekoration ist nun verkaufbar, Zementwerkertrag angepasst, Stroh im Kuhstall angepasst, Waldpflanzen von Feldern entfernt, Waldpflanzen können nun übermalt werden, Shoptorhöhe angepasst, Schild am Krankenhaus repariert, Paletten können nun normal verkauft werden, alle Erntemissionen lassen sich nun beenden, Bunkersilos ausgetauscht und GCHB-Verkaufsstation überarbeitet. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Eventkarte, kommt von Arashak, Downloadgröße 120,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Karte ist eine reine Spaßkarte und nicht gedacht, um normal zu ernten etc. Wer dies aber möchte, kann sich gerne Felder darauf erstellen und normal spielen. Auf der Karte gibt es verschiedene Herausforderungen für 4 Teams mit je 3 Mitspielern. Die nachfolgenden Disziplinen sind eine Vorgabe vom Stay-at-Home-Community-Event und können nach Belieben auch geändert werden. Die 6 Disziplinen: Sprintrennen, Sprint-Rasenmähen, Hindernis-Parkour, Anhänger-Rückwärts-Parkour, Kühe-Pflügen, Drehschemmel-Rückwärts-Challenge. Und darüber hinaus gibt es noch eine große Pferderennbahn und natürlich auch 2 Fußballplätze, wo man Fußball spielen kann, und zwar mit den Traktoren. Hier stehen wir natürlich in der Startaufstellung für das Sprintrennen. Hier sind 4 Autos geparkt. Ich mache hier eine etwas andere Kartentour natürlich. Wir können uns gerne mal die PDA angucken. Wir sehen, es gibt hier verschiedene Events. Hier gibt es Tankstellen, das ist die Boxengasse. Hier ist das Sprintrennen, also der Parcours hier. Und das ist eine der Disziplinen. Hier unten gibt es andere Disziplinen. Hier ist eine weitere, die schauen wir uns kurz dann an. Wir gehen dann kurz drüber. Es sind auch ein paar Produktionen verbaut und Tiergehege. Hier haben wir einen Pferdestall, eine Pferdeweide. Hier haben wir eine Pizzeria, hier haben wir ein Einkaufszentrum, hier haben wir den Fahrzeughändler, hier haben wir Milling Group, hier oben haben wir das Sägewerk, hier unten haben wir den Viehhandel, und das war's, was hier eigentlich schon so verbaut ist. Mehr braucht es im Moment nicht. Das ist das, was wie gesagt worden ist. Es ist nicht eine Karte zum Farmen, sondern es ist eine Karte für Geschicklichkeit und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach direkt in den Flugmodus. Wir gehen gar nicht in die Kartendetails rein, was Aussagekalender und so weiter betrifft. Und hier können wir sehen, gibt es 4 quadratische Felder. Und hier stehen jeweils schon Equipment bereit. Und hier wird gesagt, was man hier machen muss. Und zwar finden wir hier diese Angabe: Sprint Rasenmähen. In diesem Spiel müsst ihr mit einem Team Silageballen produzieren, mähen, schwaden, pressen. Ihr habt dafür ein Zeitlimit von 5 Minuten. Bei Gleichstand zählen die Restliter in der Presse. Okay, das ist auf jeden Fall die Angabe hier zu diesem zweiten Punkt in dieser Disziplin. Wir können gehen mal gucken, ob ich noch Angaben für die erste Disziplin finde, und zwar für das Sprintrennen. Und zwar müsste dies dann hier zu finden sein. Wir gehen da mal um diese Tafel rum. Okay, hier Sprintrennen. Ihr müsst mit eurem Team insgesamt 6 Runden fahren. Ein Fahrerwechsel und Auftanken sind alle 2 Runden Pflicht, damit jeder einmal drankommt. Das heißt also, wie gesagt, es sind Teams zu 3 Spielern. Das heißt hier jeweils 2 Runden pro Spieler. Das ist hier die Vorgabe. Und dann muss man natürlich hier in die Boxergasse kommen. Und dann hier entsprechend, wo es dann möglich ist, auftanken und den Fahrerwechsel vollziehen. Dann haben wir hier schon eine nächste Disziplin hier unten. Die gehen wir uns natürlich auch angucken. Das ist die Disziplin Nummer 3, Hindernis-Parkour, Zeitlimit von 5 Minuten. Ihr sollt so viele Ballen wie möglich durch den Parkour ins Ziel bringen. Und wir schauen uns natürlich diesen Parkour kurz an. Und zwar heißt es hier Ballen aufnehmen, und dann müssen die dieser hier über diesen Parkour
hier ins Ziel gebracht werden. Und wer mehr Ballen hat, hat natürlich gewonnen. Des Weiteren gehen wir natürlich auch direkt zu der nächsten Disziplin über. Das ist diese hier. Das ist die Disziplin Nummer 5. Hier zählt die Präzision. Flügt innerhalb von 5 Minuten ordentliche Flugbahnen. Nur akkurate und bündige Zählen. Hier sind diese 4 Plots mit jeweils Traktoren und natürlich entsprechenden Gewichten. Und ja, das ist diese nächste Disziplin. Wie vorhin schon angesprochen wurde, gibt es noch eine Pferderennbahn. Hier könnte man sich natürlich ein Pferd aufsatteln und dann entsprechend hier seine Runden drehen. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, finden wir hier diese 2 Fußballfelder. Und zwar gibt es hier zum Beispiel Team Blau mit 3 Valtra-Traktoren und den Schildern. Und hier ist der Ball und da heißt es, das Runde muss ins Eckige. Dann haben wir hier drüben die nächste und glaube ich auch letzte Disziplin. Anhänger rückwärts Parcours 2 Minuten Zeit. Das ist Nummer 4. Fahrt euren Anhänger rückwärts durch das Betonlabyrinth. Das Team, welches es am weitesten schafft, hat gewonnen. Also das heißt hier, das sind die normalen Anhänger. Das heißt, die müssen hier durch dieses Labyrinth gefahren werden, so weit wie möglich. Und dann kommen wir natürlich noch zu der letzten Disziplin. Das ist sogar genannt die schwierigste Disziplin, würde ich mal meinen. Das ist diese hier. Nummer 6, das Drehschemel rückwärts fahren, und zwar die Challenge. Ihr habt 2 Minuten Zeit und fahrt mit eurem Drehschemel so weit wie möglich gerade rückwärts. Ihr habt, wie gesagt, 2 Minuten Zeit. Ich finde die Karte trotzdem, dass es eine Spaßkarte ist, sehr schön gemacht. Also im Großen und Ganzen wirklich hat auch dekorative Elemente drin. Die Verarbeitung ist top gemacht. Die Idee finde ich brillant. Und natürlich die Challenges finde ich natürlich herausfordernd. Mal überlegen, vielleicht können wir sowas am Donnerstag machen, bevor es das dann irgendwo in die Urlaubszeit reingeht. Können wir die vielleicht auf unserem Server mal kurz ein bisschen vorstellen und natürlich eine dieser Challenges oder ein paar dieser Challenges dann vollbringen. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Und zwar heißt diese Dusty Lands Erweiterung, kommt von FSG Modding, Downloadgröße 19 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod erhöht die Staubmenge in eurem Spiel. Dies wird alles verändern. Sparten, Pflügen, Untergrund lockern, grobern, Scheibenecken und so weiter und so fort. Alles, was auf dem Feld gemacht werden kann, wird mehr Staub generieren und das wird natürlich sich dann optisch auswirken. Die Staubentwicklung hängt davon ab, wie viel Zeit seit dem letzten Regen oder Schnee vergangen ist. Das heißt natürlich, je trockener das Land, desto mehr Staub. Im Spielmenü können wir die einzelnen Staubpartikelintensität anpassen. Und zwar im allgemeinen Spielmenü. Einstellungsmenü kann hier eingestellt werden. Staubskala einstellen. Das multipliziert sich dann. Ballenpressen kann alles kann eingestellt werden, wie viel mehr das Staub generieren soll. Die nächste neue Mod heißt Big Bags als Standard, kommt von Raster R3 Modding, Downloadgröße 16 KB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Magst du Big Bags? Bist du es gewohnt, sie in deinen Spielen zu verwenden? Mit dieser Mod musst du das nicht mehr bedauern, wenn du deine Seemaschinen oder Dünger ablädst und ihre wertvollen Big Bags zugunsten von Paletten verlieren. Jetzt werden beim Entladen von Saatgut, Dünger, Kalk und so weiter und so fort standardmäßig alles in Big Bags abgefüllt und nicht mehr in Paletten. Somit musst du nicht mehr mühselig mit den Paletten hantieren, sondern einfach mit den Big Bags. Die nächste neue Mod heißt Remove Tool Kameras von Didi Mod Passion, Downloadgröße 13 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Skript entfernt alle Kameras aus allen Tools. Beim Einsteigen in das Fahrzeug können nur die Kameras des Fahrzeugs verwendet werden. Und sehr ähnlich ist auch die nächste neue Mod, kommt ebenfalls von Didi Mod Passion und heißt Only Inside Vehicle Camera. Downloadgröße 13 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Skript entfernt alle Kameras außer die Innenkamera für die Ego-Perspektive. Beim Einsteigen in das Fahrzeug darf nur die Innenkamera des Fahrzeugs verwendet werden.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Deutz D06 Serie von Blauea, Downloadgröße 13,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Kompakttraktor hier, kommt mit einer Leistung von 52 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 3,8 Tonnen und kostet 17.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu 200 Kilo Frontgewicht, Kabine oder beidem. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gibt es hier, die klassischen, einfachen Breitreifen und Zwillingsbereifung und so weiter und so fort. Dann können Beifahrersitze hinzugefügt werden, einmal links, rechts und beidseitig. Ich weiß nicht, ob diese mit dem Kubota der LC Park dann funktionieren, müsste man testen. Des Weiteren kann ein Überrollbügel hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann gibt es die Motorenausführung der 5206er mit 52 PS, dann die 55er mit 55 PS, die 62er mit 62 PS und die getunte, die Pumped-Version, hier gibt es dann 82 PS dafür. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus diesen drei Grünschattierungen und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Der Mietpreis für dieses Gerät in der Standardausführung liegt bei 867 Euro. Wir kommen zum Eigenbau Vibrationsgrubber. Dieser kommt von Pharmaboy, Downloadgröße 2,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit einem Gewicht von 500 Kilo, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,5 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 2.300 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus Rot oder Orange. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz. Der Mietpreis für diesen Grubber in der Standardausführung liegt bei 117 Euro. Wir kommen zum Schömer Gewichtepack. Dieses kommt von Vertex Design, Downloadgröße 4,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Gewichten. Einmal dem kleinsten, 500 Kilo wiegt dieses, kostet 1200 Euro und kann gefärbt werden aus der Standardpalette. Der Mietpreis in der Standardausführung liegt bei 61 Euro. Dann gibt es das nächstgrößere, das 850 Kilo wiegt, kostet 1900 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und der Mietpreis in der Standardversion liegt bei 96 Euro. Dann kommen wir zum Schönmar 1200. Das wiegt 1,2 Tonnen, kostet 1000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden, natürlich aus der Standardpalette. Und der Mietpreis in der Standardausführung liegt bei 51 Euro. Dann kommen wir noch zum Schönmar 2000. Das wiegt dann 800 Kilo standardmäßig, kostet 2000 Euro. Und das Gewicht kann zugepackt werden von 800 zu 1000 Kilo, 1200, 1400, 1600. 1800 und 2000 Kilo. Die Beleuchtung kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung hinzuzubauen. Standardmäßig kommt ein Zugmaul, dann kommt der Packer hinzu oder der Dreipunkt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich auch und betrifft die Gewichte. Der Mietpreis für die Standardausführung liegt bei 102 Euro. Die nächste neue Mod heißt Krampe Dolly 10L, kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 10,31 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Dolly mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen und kostet 9.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein und Trelleborg. Dann kann ein Kotflügel hinzugebaut werden, ja oder nein. Und dann die Felgenfarbe kann gewählt werden aus diesen vier Farbtönen. Der Mietpreis in der Standardausführung für diesen Dolly liegt bei 459 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt dieser Bergmann HT65 Pack, kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 17,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit den zwei Elementen, einmal dem Bergmann an sich und den Dolly, den wir gerade eben gesehen haben. Deswegen schauen wir uns natürlich den Bergmann an. Der kommt mit einem Ladevolumen von 56,4 Kubikmeter, wiegt 10,1 Tonne, maximales Zuladegewicht liegt bei 23,9 Tonnen und kostet 98.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Wredestein, Michelin und Trelleborg. Dann hier gibt es die Möglichkeit, die Kotflügel zu ändern, von Riffelblech zu verzinkt oder zurück.
Das Jeweilzen gibt es natürlich auch, entweder ja oder nein. Und die Abdenkung kann hinzugefügt werden, das ist diese hier, entweder ja oder nein. Der Mietpreis im Standardzustand hier liegt bei knappen 5000 Euro. Und wie gesagt, dann haben wir noch den Dolly, den haben wir schon besprochen. Deswegen gehen wir auch direkt weiter zu der nächsten neuen Mod. Und die heißt Eigenbau Ballengabel. Dieser kommt von Maxda, Downloadgröße 2,51 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese hier natürlich in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal den Ballenspieß, wiegt 250 Kilo, kostet 800 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu Mitladerhilfe oder Standard. Dann gibt es die Konfiguration, und zwar die Zinken. Einmal für Quaderballen 1, für 2, für Rundballen 1 und 2. Anbaukupplungstyp gibt es hier Frontlader und Dreipunkt oder Teleskoplader. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette und die Zinkenfarbe natürlich ebenso. Der Preis zum Mieten in dieser Ausführung liegt bei 40 Euro. Dann haben wir noch den Ballenspieß Dynamic Mount. Kommt ebenfalls mit dem Gewicht von 250 Kilo und auch dem Preis von 800 Euro. Die Konfiguration hier ist dieselbe, wie wir schon gesehen haben. Alles andere ist auch identisch. Deswegen schauen wir uns diese nicht nochmal im Detail an und gehen gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Universal Header Trailer Pack. Dieses kommt von JMZ, Downloadgröße 2,18 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Header Trailers, und zwar zum einen den 5 Meter, der kostet 850 Euro, wiegt 2,5 Tonnen und kann geändert werden. Die Hauptfarbe aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Preis zum Mieten in dieser Version 43 Euro. Dann gibt es noch den Header Trailer 6 Meter Plus. Der kostet dann 1000 Euro, wiegt 2,3 Tonnen und wie gesagt, kann auch hier die Farbe geändert werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe ebenso. Der Mietpreis hier, er liegt bei 51 Euro. Die Länge dieses Trailers kann verändert werden, also entweder vorne oder nach hinten. Daher ist diese eben ein Universal-Trailer, der kann natürlich verschiedene Größen an Headern aufnehmen. Die nächste neue Mod heißt Bressel und Ladehochkippschaufelpack. Dieses kommt von Vertex Design, Downloadgröße 6,26 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Schaufeln. Einmal der L67, das ist diese hier, hat ein Ladevolumen von 1900 Litern, wiegt 790 Kilo und kostet 7625 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 2090 Liter, 2480 Liter, 2730 Liter. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Frontlader zu Teleskoplader und zurück. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Der Preis zu mieten in dieser Version liegt bei 388 Euro. Dann haben wir die L71er. Das ist diese hier, hat ein Ladevolumen von 4600 Litern, wiegt 1,9 Tonnen und kostet knappe 11.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 4600 Litern auf 5290 Liter und auf 5400 Liter. Des Weiteren gibt es noch die Option von 6210 Litern. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Anbaukupplungstyp zu ändern, von Teleskoplader zu Radlader und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der schon gesehenen Farbpalette. Der Mietpreis in der Standardausführung hier liegt bei 560 Euro. Wir kommen zum Lizard 240-275 SL Frontladerpack von Farmarie 99. Downloadgröße 9,5 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich ein Frontladerpack. Und zwar gibt es hier die verschiedensten Versionen. Und zwar angefangen mit der 240er. Die braucht 60 PS. Hat ein Preisschild von 6800 Euro. Die Schläuche können hinzugebaut werden oder ohne. Dann Winkelanzeigen gibt es auch. Ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette. Der Mietpreis in diesem Falle 346 Euro. Dann gibt es den 250er, 260er, 245, 255 jeweils für andere PS-Anforderungen. Zum guten Letzten haben wir die 275er mit der Anforderung von 120 PS, wiegt 620 Kilo und kostet 8200 Euro. Die Hauptfarbe und die Konfigurationsmöglichkeiten sind dieselben, die haben wir schon gesehen. Der Mietpreis hier 418 Euro. Ich gehe jetzt hier nicht jeden einzelnen durch, das ist also sehr, sehr ähnlich in vielen Teilen.
Deswegen, also hier werde ich nicht unbedingt alles nochmal durchsprechen. Die nächste neue Mod heißt Herculano HP, kommt von Fugato, Downloadgröße 1,72 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ein Ballenanhänger mit der Kapazität von 28 Ballen, und zwar für Rundballen und Quaderballen in den Größen bis zu 180 cm bei den Rundballen und bis zu 240 cm bei den Quaderballen. Der Anhänger wiegt 3,4 Tonnen und kostet 19.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT und Trelleborg. Dann gibt es beim Design hier ohne Rahmen Werkzeugkasten, zwei Werkzeugkästen, Werkzeugkästen plus Rahmen und zurück ohne Rahmen. Den Anhänger gibt es als Autoload-Version, ja oder nein. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus diesen drei Farben. Der Mietpreis dafür liegt bei 969 Euro. Wir kommen zum AGX Tent X Power von Hoffi, Downloadgröße 6,45 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Applikatoreneinheit mit ihren flexiblen Elektroden kann selbst herbizidresistente und Kräuter vernichten. Ja, das ist also ein Unkrautvernichter auf elektrischer Energie, und zwar auf der Basis von elektrischer Energie. Das ist der Generator und das erste hier ist dann eben der Vernichter. Der Vernichter, der kommt mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 4 km/h und kostet 11.500 Euro. Der Generator wiegt 1,3 Tonnen, braucht 150 PS und kostet 6.500 Euro. Die nächste neue Mod heißt Quad Transport. Diese kommt von Serial Modding 88, Downloadgröße 3,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich eine Mod, um Quads transportieren zu können. Hier gibt es das Transportgestell. Das ist dieses hier. Wiegt 200 Kilo und kostet 1200 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und der Mietpreis dafür liegt bei 61 Euro. Dann gibt es natürlich den Anhänger. Der wiegt 592 Kilo und kostet 1000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nukin Tires, Continental und Lizard. Dann gibt es die Möglichkeit, hier die Quad-Rampe oder fester Boden zu haben, also hier die Quadrampe oder den festen Boden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden, wie schon gesehen, aus der Standardpalette. Der Mietpreis in diesem Falle hier liegt bei 51 Euro. Wir kommen zum Mac 4x2 Pack von Agrotron Modding. Downloadgröße 17,32 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir jetzt natürlich die zwei Mac LKWs. Einmal den Pinnacle 4x2. Der kommt mit einer Leistung von 425 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 545 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,5 Tonnen und kostet 75.000 Euro. Das Cap kann geändert werden, und zwar zum Day Cap Fairing. Und einmal normal. Rundumleuchten gibt es auch. Ja, Design 1 oder nein. Dann gibt es bei der Motorenausführung den Pinnacle 6x6 mit 425 PS. Dann gibt es die 455 PS Version und die 505 PS Version. Die Reifenvarianten gehe ich einmal kurz ein bisschen durch, aber gehe nicht ins Detail ein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Mietpreis dafür liegt bei 3840 Euro. Dann gibt es den Anthem 4x2. Dieser kommt mit einer Leistung von 425 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 80 km/h, ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,3 Tonnen und kostet ebenfalls 75.000 Euro. Die Konfigurationsoptionen haben wir schon gesehen. Ich gehe hier mal nur durch, was die Motorenleistung angeht. Wir haben den 425 PS Version, die 455 und die 505 Version. Die Hauptfarbe und die Felgenfarbe haben wir auch schon gesehen, daran ändert sich nichts. Und auch der Mietpreis liegt natürlich bei den 3.825 Euro. Wir kommen zu der Anhängerschere. Diese kommt von Raul E. Christi vom VSR Modding Team. Downloadgröße 6,42 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 42 Kubikmeter, wiegt 5,8 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 30,2 Tonnen und kostet 68.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Körpervinyl gibt es hier Standard oder mit Vinyl, das ist dieses hier, zurück zu Standard. Dann gibt es die Nationalflagge als Dekoration, die USA, Spanien, England, Brasilien, Argentinien, Deutschland und zurück zu Standard. Schmutzfängeraufkleber gibt es auch noch, entweder
Diese hier, MAN, MAC oder Lizard. Die Kapazität gibt es noch in der unrealistischen Variante, und zwar mit 300 Kubikmetern. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, die Designfarbe aus der etwas erweiterten Standardpalette, die Vinylfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Palette, die wir hier sehen. Der Mietpreis für diesen Anhänger in der Standardausführung 3.468 Euro. Wir kommen zum MAN TGS Spezial. Dieser kommt von HR Voss und Fahrzeugbau. Downloadgröße 20,6 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier zwei verschiedene Ausführungen. Zum einen die 4x4 Ausführung mit 500 PS. Wird automatisch geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 60 Litern DEF. 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Wiegt 10 Tonnen und kostet 130.000 Euro. Frontscheibenaufkleber gibt es ja. Das heißt hier Cowboy ohne Pferd. Und zurück zu 9. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich hier nicht im Detail durch. Dann gibt es Frontblitzer, ja oder nein. Dann gibt es eine Bullbar, ja oder nein. Und dann gibt es hier noch ein Design 1, 2, 3 und zurück zu nein. Anhängerkupplung gibt es Standard oder Zugmaul hinten. Standard wäre dies hier, mit Zugmaul hinten wäre das hier. Das wäre wahrscheinlich eher ein PTO. Dann die Motorenausführung, haben wir den 500er mit 500 PS, den 640er natürlich mit 640 PS und den 880er mit 880 PS. Die Bullbar kann eingefärbt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Fahrgestellfarbe, da gibt es die riesengroße Farbpalette von HR Forst und Fahrzeugbau. Dasselbe bei der Sitzfarbe und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Mietpreis in der Standardausführung hier ist bei 6.665 Euro. Passend dazu kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Lizard Tridem Langholz Auflieger, kommt von Hallbild, MFG und Ham, Downloadgröße 6,09 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt natürlich dieser Holzanhänger mit einem Gewicht von 10,4 Tonnen und kostet 80.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe natürlich aus dieser hier. Der Mietpreis in dem Falle hier 4.080 Euro. Die nächste neue Mod heißt Rostelmarsch Akros 595, kommt von Pushcap, Downloadgröße 26,12 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Mähdresche mit einer Leistung von 325 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 540 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Tankvolumen für das Erntegut liegt bei 9000 Litern, 18 Tonnen wiegt dieser und kostet 214.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Dann gibt es noch hier die Felgenfarbe, die man auswählen kann zwischen Weiß und Grau. Mietpreis in diesem Zustand hier 10.914 Euro. Dazu gibt es noch das Schneidewerk. Das hat ein Gewicht von 2,4 Tonnen, eine Arbeitsbreite von 7 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis 36.000 Euro. Zum Kaufen und zum Mieten 1.836 Euro. Wir kommen zum Mahindra Retriever Plus und damit zu der letzten neuen Mod, was Fahrzeuge angeht. Diese kommt von Raul I. Christi vom VSR Modding Team. Downloadgröße 9,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser zusammen mit drei Anbaugeräten. Wir fangen an mit dem Retriever an sich. Der kommt mit 380 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 34 Litern. Maximalgeschwindigkeit liegt bei 97 km/h. Ladevolumen in bei 0,5 Kubikmeter und das Gewicht liegt bei 949 Kilo. Der Preis 17.200 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 1380 Liter. Dann kann ein Vinyl hinzugebaut werden, entweder Tarnung oder Tarnung 1 und so weiter und so fort. Dann Schutzgitter gibt es auch, ja oder nein, das ist dann dieses hier oben. Dann Anhängerkupplung gibt es die 3-Punkt oder Standard. Bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier. Die Designfarbe natürlich ebenso aus derselben Farbpalette. Die farbigen Kunststoffe natürlich ebenso, die Innenraumfarbe auch und natürlich die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Der Mietpreis für diesen Mahindra in dieser Ausführung liegt bei 877 Euro.
Dann gibt es den Anhänger, den ANS 1900 von Schalek. Wiegt 350 Kilo, hat ein maximales Zuladegewicht von 1,5 Tonnen und kostet 3.500 Euro. Die Konfiguration hier kann gewählt werden zwischen Ballenwagen Kapazität 1600, 3200 und zurück. Dann gibt es auch hier die Möglichkeit des Vinyls mit der Tarnfarbe und so weiter. Und die Hauptfarbe, die haben wir schon gesehen, die Farbpalette, das ist diese hier und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann haben wir noch den 1900er Deposit, der hat ein Ladevolumen von 3600 Litern, wiegt 350 Kilo und das maximale Zuladegewicht liegt bei 1,5 Tonnen. Der Preis ist derselbe, 3500 Euro. Mit oder ohne Vinyl kann hier die Tarnung angebracht werden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Palette, die wir schon gesehen haben. Die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Mietpreis hier 178 Euro. Dann haben wir noch die Autoload-Version mit einem Ladevolumen von 6 Kubikmeter, wiegt 350 Kilo. Maximales Zuladegewicht liegt bei 1,5 Tonnen und kostet 3500 Euro. Alles andere haben wir hier schon gesehen, deswegen lassen wir den Rest hier auch so stehen. Mietpreis 178 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Plumpsklo. Dieser kommt von Omatana, Downloadgröße 1,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktionen, ist dieses hier, Kostenpunkt zum Platzieren 500 Euro. Und hier kann produziert werden, aus Stroh kann produziert werden Mist, aus Hackschnitzel kann produziert werden Mist und aus Wasser kann produziert werden Gülle. Die nächste neue Mod heißt Trockenmais Add-on, kommt von Fusion Simulations, Downloadgröße 27,19 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Add-on mit verschiedenen Bauteilen. Zum einen natürlich die Fabrik an sich, das ist diese hier natürlich zu finden in Produktion und Fabriken. Kostenpunkt zum Platzieren 150.000 Euro, Unterhalt pro Tag 200 Euro. Des Weiteren finden wir unter Verkaufsstellen den Verkaufspunkt für das trockene Korn, also für den Trockenmais. Des Weiteren können wir finden im Gebäudemenü und zwar bei den Containern den Zusatztank hier, Propangastank für 10.000 Liter, dann den Doppeltank und natürlich den liegenden horizontalen Tank mit dem Volumen von 40.000 Litern. Als benötigte Mod wird angegeben den Lizard MKV Universal Tank Trailer. Und ja, das wäre natürlich klar, weil man muss irgendwie das Propan transportieren können. Hier gibt es, das ist hier mal diesen Tank, hier kann man die Anzeige ändern. Und zwar zwischen Propan und Methan. Bei mir bleibt das Methan nicht stehen, sondern verändert sich, wenn ich weggehe, wieder zu Propan. Wie gesagt, hier kann ich das kaufen, Methan oder Propan. Und Propan wird benötigt in dieser Fabrik hier, um aus Mais, und zwar 500 Einheiten Mais und 24 Einheiten Propan, Mais, Trockenmais herzustellen. Dann haben wir hier die Verkaufsstelle, das ist klar. Hier wird dann dieser getrocknete Mais natürlich verkauft. Und das ist, wie gesagt, dieser Anhänger, der Propan transportieren kann. Okay, damit das hier auch geändert bleibt, muss man hier circa 2 Sekunden hier auf den Trigger klicken. Und dann ändert sich das. Man muss also circa 2 Sekunden drauf bleiben. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese SMB Silage Silo Pack. Kommt von entweder Koei oder Kobi. Downloadgröße 1,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Da haben wir eine große Auswahl an verschiedenen Elementen, um hier Silage herstellen zu können. Ich gehe hier nicht alle im Einzelnen durch. Ich kann nur sagen, der Kostenpunkt für das Bauen liegt bei zwischen 20.000 und 45.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt bei 5 Euro. Wir können das mal näher angucken. Ist ein bisschen dunkel von der Textur her, aber es geht noch. Es ist in Ordnung. Ja, da gibt es die geschlossene, die offene Version und alle die Versionen, die wir schon gesehen haben. Dann kommen wir zum mittleren Bunkersilo. Kommt ebenfalls von Kobi oder Koei. Downloadgröße 2,25 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Gebäude. Silos ist dieses Silo hier. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag bei 5 Euro. Das ist eine etwas hellere Version.
Was uns zu der vorletzten neuen Mod führt, und zwar heißt dieser Ballenlager, kommt von Arashak, Downloadgröße 12,58 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Gebäudemenü unter Silos. Da gibt es verschiedene Siloarten, einmal für Gras, Heu, Stroh und Silage, und zwar diesmal für Rundballen ist dieses Silo hier. Kann farblich geändert werden, also die Plane kann verändert werden mit der M-Taste. Dieses Lager hat ein Volumen von 400.000 Litern. Dann gibt es das große Quaderballenlager, und zwar gibt es hier auch alle vier Versionen, Gras, Heu, Stroh und Silage, mit jeweils einem Volumen von 1 Million Liter. Dann haben wir noch jeweils eine kleinere Version davon, und zwar mit der Hälfte der Kapazität, und das ist dieses hier. Kostenpunkt zum Platzieren 15.000 respektive 25.000 Euro. Schön gekennzeichnet. Hier kann man rein und rausholen, wenn dann was drin ist. Das ist das Rundballenlager für Stroh. Das ist dieses hier. Ja, eine schöne Sache, finde ich. Was uns zu der letzten neuen Mod führt, und zwar ist dies der Unterstand mit hydraulischer Kontrolle von Didi Mod Passion, Downloadgröße 0,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier oder Unterstand hier, Kostenpunkt zum Platzieren 24.000 Euro, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Hier kann man die Hebebühne natürlich nach oben oder unten ziehen. Das heißt, da hat man zwei Ebenen, wo man Sachen lagern kann. Eine super Idee, schön gemacht. Und ja, schön, dass es auch für alle Plattformen da ist. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und natürlich fürs Dabeibleiben bis zum Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos dieser Art und anderen Videos verpassen möchtest, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen und etwas dafür kriegen, dann hol dir doch deine Mitgliedschaft. In dem Sinne möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Xensur Robert für das Sponsern dieses Videos. Auch dir und allen anderen jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.